Gut, wir machen weiter. Nochmal zum Thema Seite, Seite, Winkel. Wir wollten ein Dreieck konstruieren und haben gesagt, also so wie wir es hier gemacht haben, geht es nicht. Jetzt steht aber lustigerweise auch hier was. Und zwar, hier steht ein S in groß und hier ein W in groß. Was hat das damit zu tun? Ich mache es mal anders. Ich zeige mal kurz, wie man solche Dreiecke nach diesem Kongruenzsatz herstellt. Ich fange mit der kleineren Seite an. Legt die fest, im Zirkel entsprechend, nennen wir diese Seite ruhig mal A, weil sie wahrscheinlich dem Punkt A irgendwie gegenüberliegen wird. Dann trage ich den Winkel an, ich mache den mal ein bisschen stumpf, so, mache den schön lang und jetzt kommt mit Zirkel wieder hier einstechen und hier einen Kreisbogen machen und zwar mit der Seitenlänge, wie sie eigentlich gegeben ist. Und dann kann ich hier verbinden. Das heißt, diese Seite entsteht dadurch, dass ich hier einen Kreisbogen mache, welcher sich mit dem Winkel schneidet. Das ist die Herangehensweise. Also merken wir uns, kleinste Seite, erstens die kleinste Seite nehmen oder die kleinere von beiden, die gegeben ist. Kleinste Seite, damit beginnen, Winkel antragen und dann die die größere Seite mit Zirkel darstellen. Lange reicht's. Behaltet euer Zeug auf dem Tisch. Darstellen, indem man nämlich die mit dem Winkel, den man angetragen hat, hier diesen Winkel, sich mit dem Schenkel des Winkels sich schneiden lässt. Was soll der ganze Kram mit SSW und SWS und so weiter? Nochmal eine ganz einfache Geschichte. Ich nehme mal Seite, Winkel, Seite. Da heißt es ja, Dreiecke sind dann zueinander kongruent, wenn sie, und jetzt sage ich, mache ich es mal ganz schnell, wenn sie in einer Seite, in noch einer Seite und dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen. Das heißt, diese Seite hier, die ist mir vollkommen egal. Wenn ich also ein weiteres Dreieck irgendwo liegen habe, dann messe ich ganz einfach, wie lang ist die Seite, wie lang ist diese Seite. Jawohl, wenn die übereinstimmen, muss ich bloß noch eins machen, den eingeschlossenen Winkel überprüfen. Und ich weiß, diese beiden Dreiecke hier, die sind zueinander kongruent. Das ist der Trick. Das heißt, das ist eigentlich nur ein abgekürztes Verfahren, um Kongruenz zu überprüfen. Gut. Das bis dahin. Wir werden jetzt gleich noch auf ein anderes Verfahren zu sprechen kommen und da werde ich dann den Verweis einfügen. Ich mache das Video an der Stelle erstmal dicht.